Hi, ich bin's, wer sonst? Und heute, wie ihr schwer erkennen könnt, bin ich mal draußen. Kleine Abwechslung. Ich habe einfach gedacht, yo, nimmst du deine Kamera, steigst ins Auto und schaust einfach mal, was es eigentlich so alles um dich rum gibt. Und ich glaube, ich habe hier auch einen ganz schönen Platz gefunden. Perfekt, um über schöne Themen zu reden. Beziehungsweise nicht unbedingt super schöne Themen, weil ich gebe ja ganz gerne mal Ratschläge zu Dingen, mit denen ihr Probleme habt. Und deswegen stehe ich heute auch wieder hier. Beziehungsweise normalerweise sitze ich. Aber anyway. Und zwar geht's heute etwas ins Thema Mobbing rein. Und zwar, was tun, wenn andere über einen reden. Und wie man es schafft, sich nicht so davon beeinflussen zu lassen. In anderen Videos habe ich das auch schon angesprochen. Und eigentlich ist die Basis immer dasselbe. Und zwar, wie andere dich behandeln, was andere zu dir sagen, wie andere zu dir sind, hat rein gar nichts mit dir zu tun, sondern ist eine Reflexion der anderen Person. Es ist sozusagen eine Widerspiegelung des eigenen, ja, soll ich Hass sagen? Auf jeden Fall ist es eine Widerspiegelung der eigenen Negativität. Denn keine Person, die sich wirklich liebt, rennt rum und beleidigt andere Menschen. Man hat dazu, ganz ehrlich, weder Zeit noch Lust, und generell ist es einfach scheiße, andere runterzuziehen. Das ist dann eigentlich so die Basis, worauf ihr alles aufbauen könnt. Eure eigene Selbstliebe, Selbstbewusstsein und so weiter. Einfach darauf, dass wie andere euch behandeln, gar nichts mit euch zu tun hat. Ich weiß, es ist total schwer und so Worte und Aktionen können auch sehr wehtun. Allerdings sollte man sich da trotzdem immer dran erinnern, weil irgendwann, gerade was Worte betrifft, das juckt einen irgendwann einfach nicht mehr. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich meine, ich wurde auch jahrelang gemobbt, hab's da aber rausgeschafft und mache jetzt so Content fürs Internet. Und es ist mir auch egal, was Leute dazu sagen, weil ich mache das, weil ich das gerne mache. Und ich habe das Ganze einfach verinnerlicht, dass, wenn ich negative Kommentare bekomme oder mir irgendjemand was an den Kopf schmeißt, dass es nichts mit mir zu tun hat. Dass es nicht heißt, dass was ich mache schlecht ist oder wie auch immer. Wir lassen uns viel zu viel von anderen Menschen beeinflussen und hören viel zu wenig auf uns selbst, auf unsere eigene innere Stimme. Deswegen, je früher ihr übt und anfangt, mehr auf euch selbst zu hören, desto besser ist es für euch, ganz ehrlich. Die wichtigste Beziehung, die ihr in eurem Leben habt, ist wahrscheinlich die Beziehung zu euch selbst. Und wer schon mal in einer langen Beziehung war oder wer schon in einer richtig langen Freundschaft ist, über viele, viele Jahre, und ihr seid beste Freunde, dann wisst ihr, beste Freunde wird man nicht einfach von heute auf morgen, sondern da war man einfach über gewisse Zeiträume in gewissen Situationen füreinander da und man hat dieses Vertrauen aufgebaut. Und so müsst ihr auch das Vertrauen zu euch selbst aufbauen. So komisch das vielleicht klingen mag. Deswegen auch, aller Anfang ist schwer, und wenn man anfängt, sich selbst gut zuzureden oder sich im Kopf einfach zu sagen, ja, wie andere mich behandeln, hat eigentlich nichts mit mir zu tun und es ist okay. Das wird sich erstmal ziemlich komisch anfühlen. Nicht richtig, einfach weil man es auch nicht gewohnt ist. Aber fangt an, euch selbst gut zuzureden. Meinungen anderer, da kann man jetzt Wert drauf legen oder nicht. Ich meine, wie gesagt, ich mache dieses Online-Ding. Kritik ist für mich was, womit ich arbeiten kann. Allerdings muss ich nicht alle Meinungen, die unter meinen Videos oder in meinen Livestreams mir präsentiert werden, für mich aufnehmen und das akzeptieren. Was auf jeden Fall hilfreich sein kann und was ich auch finde, was hilfreich ist, und am Anfang kommt man sich echt vor, wie als wenn man ist, dass wenn ihr aufsteht und oder generell, wenn ihr einfach vor einem Spiegel steht, dass ihr euch selbst Komplimente macht. Es ist halt wirklich so. Ich weiß nicht, wer von euch sich im Spiegel angucken kann und wirklich sagen kann, ich liebe dich. Sind vielleicht nicht viele, aber das solltet ihr tun. Wirklich. Weil, wie gesagt, die Beziehung, die ihr zu euch selbst habt, ist die wichtigste. Weil mit welcher Person werdet ihr euer Leben lang verbringen? Mit euch. Deswegen finde ich, sollte da viel mehr Wert drauf gelegt werden, weil viel zu oft
machen wir unseren Gemütszustand und wie wir uns fühlen von anderen Menschen abhängig. Ich habe viel Zeit mit mir selbst verbracht, deswegen hatte ich ja sozusagen nur mich und habe gelernt, auch schöne Zeit mit mir zu haben und mich selbst so zu mögen, wie ich bin. Aber es gibt genug Menschen, die hatten halt einfach immer andere um sich rum, immer Freunde da oder waren immer verabredet und haben seltenst mal Zeit mit sich selbst verbracht. Und wenn man dann mal Zeit mit sich selbst verbracht hat, dann sind die Worte "mir ist langweilig" sehr oft gefallen. In meinem Wortschatz gibt's diese Worte gar nicht, weil ich meine, wir leben in der Welt, davon haben wir vielleicht 1% gesehen. Oder wenn man halt das Glück hat und oft in Urlaub fahren kann, dann vielleicht ein paar Prozent mehr. Aber trotzdem, es gibt hier so viel zu sehen, so viel zu erkunden. Ich frage mich, wie Leute sagen können, mir ist langweilig, wir haben so viele Möglichkeiten. Und gerade da wir auch so viele Möglichkeiten haben, auch Dinge alleine zu machen, macht was mit euch. Ladet euch auf ein Eis ein, gönnt euch richtig. Also seid für euch selbst da. Seid für euch so da, wie ihr für einen besten Freund da sein würdet. Wirklich, in so Situationen, wo ihr euch schlecht fühlt, weil ihr mal wieder die Worte anderer an euch rangelassen habt, fragt euch mal, wenn das jetzt nicht ich wäre, sondern ein Freund von mir, wie würde ich meinem Freund helfen? Und dann tut das für euch selbst. Seid so für euch selbst da. Und so könnt ihr auf jeden Fall an Selbstliebe viel dazu gewinnen. Und wie gesagt, wenn ihr einfach diese Worte verinnerlicht, dass was andere sagen, eigentlich nichts mit euch zu tun hat, dann seid ihr auf einem richtig guten Weg. Dann hoffe ich auf jeden Fall, dass dieses Video hilfreich gewesen ist. Wenn das der Fall sein sollte, dann ist ja jetzt alles gut. Wenn nicht, schucks, dann kann ich es jetzt auch nicht ändern. Falls ihr das cool findet, dass ich draußen filme, dann lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar unten da und sagt mir: "Jay, geh mal raus, du Stubenhocker." Falls ihr nicht genug von meinem Gesicht bekommt, dann haut sehr gerne den Abo-Button kaputt, beziehungsweise seid vorsichtig, damit andere den auch noch verwenden können. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und ich sage bis dahin, wie immer, haut rein. Say, stop.